Auch heute überwiegt die positive Grundstimmung an den internationalen Kapitalmärkten. Der deutsche Leitindex DAX liegt zurzeit mit etwa einem halben Prozent im Plus und notiert bei etwa 12.400 Punkten. Zur positiven Stimmung hat insbesondere beigetragen, dass die US-Notenbank Fed am Montagabend noch angekündigt hat, künftig direkt Unternehmensanleihen zu kaufen und damit die Refinanzierbarkeit vieler Unternehmen erleichtert. Zudem gab es die ein oder andere positive Konjunkturmeldung, beispielsweise in diesem Fall auch aus den USA. Dort sind die Einzelhandelsumsätze im Mai im Vergleich zum Vorjahr, zum Vormonat um über 17% gestiegen. Und das lag zum einen deutlich über den Prognosen und zeigt zum anderen, dass die US-Wirtschaft doch sehr, sehr deutlich wieder beginnt, Tritt zu fassen. Damit konnten die Verluste vom Montagvormittag vor allen Dingen deutlich kompensiert werden. Ja, und zur Stabilisierung der Kapitalmärkte haben in den letzten Monaten natürlich insbesondere massive geld- und fiskalpolitische Rettungspakete beigetragen, die dazu führen, dass die Staatsverschuldung in vielen Fällen im laufenden Jahr deutlich ausgeweitet wird. Und passend dazu hat heute Morgen in Berlin das Bundeskabinett eine Neuverschuldung des Bundes in Höhe von 218,5 Milliarden Euro bekannt gegeben. Das entspricht in etwa 6% des deutschen Bruttoinlandsprodukts und sorgt dafür, dass die gesamte Staatsverschuldung Deutschlands in diesem Jahr etwa 77% erreicht. Das sind auf der einen Seite enorme Summen. Auf der anderen Seite steht Deutschland mit dieser Entwicklung natürlich nicht allein, denn global werden die Staatsschuldenniveaus deutlich ausgeweitet. So ist davon auszugehen, dass die italienischen Staatsschulden in diesem Jahr etwa 160% bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt erreichen. In den USA dürften über 130% Staatsverschuldung erzielt werden und auch Japan wird nochmal deutlich zulegen und wahrscheinlich bei 250% Staatsverschuldung auslaufen. Der wichtigste Garant dafür, dass Staaten sich diese höheren Schuldenniveaus leisten können, sind niedrige Nominalzinsniveaus, wie sie zurzeit sowohl in Japan als auch in der Eurozone und in den USA vorherrschen. Und demzufolge werden auch die Notenbanken als wichtigste Aufkäufer der Staatsanleihen sehr, sehr lange, vermutlich jahrelang aus dieser Rolle nicht herauskommen, um eben diese niedrigen Zinsniveaus zu garantieren. Die sorgen dafür, dass viele Staaten, obwohl sie künftig ein deutlich höheres Schuldenniveau haben, im Sinne des laufenden Zinsaufwands sogar deutlich weniger bezahlen müssen als in früheren Jahren mit niedrigeren Schulden, aber höheren Zinsniveaus. Thank you.